Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 7. Folge Taktikaufgaben. Heute haben wir ein Thema, was wir noch nicht hatten, und das heißt Räumung. Und dann gehen wir auch gleich zur ersten Aufgabe. Hier sieht man die Stellung, materiell wie immer ausgeglichen. Und wir erkennen, dass wir natürlich gerne mit diesem Turm da oben matt setzen würden. Das ist aber zunächst mal nicht möglich. Wir wollen also diesen Bauern da weghaben, sozusagen aus dem Weg räumen. Ja, die Lösung ist relativ einfach. Dame schlägt Dame, und wenn jetzt Schwarz zurückschlagen würde, dann könnten wir in der Tat mit dem Turm nach B8, und einmal kann er noch dazwischen ziehen, und dann wäre Schachmatt, weil ja der Läufer auf G7 gefesselt ist. Dann gehe ich zur zweiten Stellung. So, hier sieht man natürlich, dass am besten die Dame gleich hier nach H7 gehen möchte. Aber der eigene Läufer steht im Weg. Das heißt, in dem Fall müssen wir also eine eigene Figur aus dem Weg räumen. So, das machen wir am einfachsten oder einzige Möglichkeit, indem wir den Läufer nach D5 stellen. Würde jetzt der Springer den Läufer schlagen, wäre es ja matt. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre jetzt für Schwarz Turm nach F7. Und nun ereilt ihm aber nach dieser Räumung der Diagonalen das Matt einen Zug später mit Dame H8. Dann geht es zur Aufgabe 3. So, auch hier erkennt man eine einzige Mattmöglichkeit, nämlich mit der Dame nach E8. Nun, da steht wieder, so ähnlich wie bei der zweiten Aufgabe, der eigene Läufer auf C6 im Weg. Und deshalb ist die Lösung hier auch relativ einfach gefunden. Der Läufer geht nach D5, gibt einen Schach. Der König kann ja nicht nach F8 ausweichen. Und egal, ob er jetzt zum Beispiel diesen Läufer schlägt oder was anderes macht, die Dame hätte jetzt den Weg frei und geht nach E8, und es ist Schachmatt. Dann zur vierten Aufgabe. Jetzt wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Hier müsste man erkennen, dass der Läufer schön auf der Diagonalen wirkt. Und wenn der Turm nach H8 käme, dann würde er vielleicht vom Läufer gedeckt sein. So, der erste Zug, Turm schlägt Turm, würde nicht reichen. Denn wenn der Bauer zurückschlägt, dann kommen wir ja nicht nach H8, weil das Feld ungedeckt ist. Nehmen wir also die beiden Züge zurück. Das heißt, der richtige Zug ist, Springer schlägt H6 mit Schach und Angriff auf den Turm. Jetzt wird der Bauer aus dieser, Diagonalen weggeräumt. Und nach dem Bauern zurückschlagen, können wir jetzt den Turm schlagen. Und wenn Schwarz zurückschlägt, wird er matt. Und wenn er nicht zurückschlägt, hat er viel Material verloren. Lassen wir ihn zurückschlagen, damit wir jetzt nach der erfolgreichen Räumung des Feldes G7 das Matt hier auch sehen. Ja, die letzte Stellung, das ist ein Zug. Ein guter Spieler würde den sofort machen, ohne hinzugucken. Denn man erkennt, dass Läufer und Dame in die Richtung zielen, und hier muss irgendwie was aus dem Weg geschafft werden. Man kann jetzt überlegen, was hier alles so stört, ob man hier Türme zwischentauscht. Aber der Zug, auf den man sofort kommt, ist eigentlich Bauer F6. Denn jetzt muss hier auf dieser
Diagonalen doch einiges, jetzt bin ich verrutscht, auf dieser Diagonalen einiges wegkommen, denn die Bauern stehen sich gegenüber, müssen geschlagen werden. Ich drohe, den mit Schach zu schlagen, also da geht gar nichts. So, einzige Möglichkeit für Schwarz ist eigentlich, diesen Bauern zu schlagen. Nun dürfen wir nicht mit dem Turm hier schlagen, weil dann könnte man hier den anderen Turm eventuell mit Schach schlagen, sondern machen es andersrum. Wir schlagen erst auf E8 und wenn der Turm jetzt zurückschlägt, dann schlägt der Turm auf F6 und dann haben wir diese Diagonale hier endgültig geräumt, sowohl auf dem Feld G7 als auf dem Feld F6 steht jetzt nichts mehr und in dieser Position könnte jetzt hier Schwarz praktisch aufgeben. Es drohen alle möglichen Abzüge, die Dame ist angegriffen und wenn er jetzt probiert Schach zu geben, dann hilft es ihm natürlich gar nichts, weil dann ziehen wir hier zurück und geben unsererseits einen Schach mit dem Läufer und gewinnen jetzt also zumindest hier den Turm. So, das war die 7. Folge Taktikaufgaben. Ich hoffe, es hat wieder Freude gemacht und ihr seid dabei bei der 8. Folge, wenn ich wieder weitere Taktikaufgaben vorstelle. Es grüßt euch, Abfuck.